Ja, ein herzliches Willkommen heute mal mit einem anderen Style auf dem Natur- und Technikkanal Amazing Nature Alpha. Ich bin hier in Sardinien und ihr seht hinter mir die wunderschöne Bucht von Pedralonga, beziehungsweise heißt die Bucht Pedralonga. Und da ist mir spontan eingefallen, ich mache mal ein kleines Fotografieren-Lernen-Video, denn ich habe jetzt hier vorgehabt, ein Panoramafoto zu machen und die Anfänger unter euch wissen vielleicht noch nicht richtig, wie man ein richtiges Panorama mit RAW-Fotos einzeln anfertigt. Wir brauchen dann später noch eine Panorama-Software. Ich nehme dazu Lightroom, wo wir das Ganze zusammensetzen. Und deswegen sehen wir uns später am PC, aber jetzt möchte ich euch nur mal kurz erklären, wie ich das aufnehme. Also los geht's! Ja, hier unten war mein schattiges Plätzchen bis gerade eben. Da liegt mein Paddleboard, da liegt mein Boot, da ist meine Frau drauf. Und da hinten seht ihr den Felsen von der Pedralonga. Ein ganz schönes Plätzchen. Die Bucht habe ich selber ausfindig gemacht, beziehungsweise die Pedralonga natürlich nicht, aber hier diese kleine Bucht, wo wir praktisch zwei Steine haben, einen großen, wo man sich drauflegen kann. Aber jetzt zweimal tippen für zentrieren und dreimal tippen, damit ich den Osmo wieder umdrehe. Wollte ich euch mal kurz sagen, ich muss hier nur aufpassen, ich stehe hier auf einem riesigen Stein und dass ich nicht abstürze. Ich wollte euch nur mal kurz sagen, wie ich jetzt so ein Panorama aufnehme. Wie ihr sicherlich wisst, drehen wir jetzt hier kreisum, je nachdem 180 Grad oder manche machen auch ein 360 Grad Panorama, also aus Bildern rings um einen herum angeordnet. In dem Moment, wo ich das tue, entsteht ja ein sehr schmaler Streifen. Deswegen gehe ich immer her und mache prinzipiell, wenn ich ein kurzes Panorama mache, also was nur so um 120 Grad in etwa geht, mache ich immer ein Hochkantbild. Das bedeutet, ich mache nur ein einzeiliges Panorama, indem ich einfach die Kamera hochkant drehe und dann mache ich ein Bild nach dem anderen durch. Wenn ich jetzt ein sehr, sehr weitwinkliges Panorama mache, dann mache ich entweder ein zweizeiliges oder sogar ein dreizeiliges Bild. Das kann ich ja jetzt dann im Nachhinein mal machen. Ihr seht das dann gleich in Lightroom, denn ich kann ganz schlecht den Osmo in der Hand halten und das Bild machen. Deswegen erkläre ich euch das jetzt erstmal nur mündlich. Dann stelle ich die Kamera auf meine gewünschte Belichtung ein. Das seht ihr ja relativ gut am Belichtungsmesser und am Histogramm, ob die Belichtung passt. Und dann beginne ich, meinen Wunschausschnitt zu wählen, also wo das Panorama links anfängt. Und dann gebe ich nochmal ein Bild obendrauf. Das heißt, also nicht obendrauf, sondern links davon. Und das ganz einfach deshalb, weil wenn später das Panorama zusammengesetzt wird, dann wird der Beschnitt etwas enger gesetzt, weil das Panorama meistens verzerrt ist. Und in Lightroom sehen wir das dann, dann ist das ganze Panorama so leicht gebogen. Und das heißt, um ein rechteckiges Bild am Ende zu erhalten, müssen wir das Panorama wieder etwas beschneiden. Und deswegen gebe ich eine kleine Zugabe mit drauf. Das heißt, wenn ich den Felsen da hinten, ich weiß nicht, ob ihr den so seht, da muss ich vielleicht ein bisschen so runterschwingen, den Felsen, wenn ich drauf haben will, den ihr da im Hintergrund seht, dann gehe ich nochmal etwas links davon und mache da auch nochmal ein Bild. Also ich fange hier an, zack, 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 und dann machen wir das hier so im Kreis einmal herum, ja, so auf den Wunschausschnitt, wo ihr euch das vorgestellt habt. Des Weiteren ist es wichtig, dass ihr dabei eure Kamera also einmal auf RAW stellt, wenn ihr wirklich ein Bild machen wollt, wo ihr maximalen Bearbeitungsspielraum haben wollt. Und dann müssen alle Belichtungseinstellungen gleich sein. Das heißt, ich gehe dazu, weil die Brille wieder rutschen, die rutscht ein bisschen, in den M-Modus, denn dann kann ich alles fest einstellen. Ich stelle die Blende, die ISO und die Verschlusszeit fest ein, so wie die Belichtungsbedingungen hier sind. Am besten richtet ihr dazu den hellsten Punkt ein, denn der darf nicht ausbrennen. Die dunklen Stellen retten wir im RAW relativ gut noch. Und somit den hellsten Punkt einfach einrichten und darauf die Belichtung einmessen. Den Weißabgleich fest einstellen, damit nicht jedes Bild anders ist. Das ist ganz wichtig, sonst habt ihr später einen Farbunterschied. Also alle Parameter fest einstellen. Den Fokus könntet ihr theoretisch auch auf manuell machen, aber ihr könnt ihn auch auf automatisch lassen. Wenn ihr im Hintergrund was habt, was er scharf stellen kann, dann könnt ihr das ruhig so machen. Ansonsten bietet sich natürlich auch der manuelle Fokus an. Also merkt euch schon mal alles manuell. Okay, schön, dass ihr noch dran bleibt. Wir befinden uns jetzt in Lightroom. Natürlich könnt ihr jede andere Bildbearbeitungssoftware ganz genauso verwenden. Ich selber nutze halt viel Lightroom. Es gibt aber auch sehr viele andere Panorama-Programme oder kostenlose Software, die das kann. Da müsst ihr einfach mal googeln, da findet ihr bestimmt was Passendes, wer jetzt kein Lightroom verwendet. Ich zeige euch trotzdem den Workflow hier, denn viele nutzen ja auch Lightroom.
Oder Lightroom besser gesagt und die RAW-Bearbeitung. Und wir sehen jetzt hier schon die roten Bilder, die ich rot markiert habe, das ist das zweizeilige Panorama und die grün markierten ist das einzeilige Panorama und mit diesem wollen wir jetzt beginnen. Und wie starte ich hier? Wir haben jetzt hier jeweils eine RAW-Datei, die ja sehr viel Informationsgehalt hat und an so einem sonnigen Tag haben wir sehr krasse Lichter und harte Schatten und deswegen schnappe ich mir mal ein Bild, wo ich schon in der Vorschau sehe, dass so ein extrem weißer Stein dort enthalten ist, denn das ist ja so das, auf das ich maximal belichtet habe und hier ziehe ich mir jetzt zuerst mal die Lichter wieder etwas zurück, dass der Stein wieder an Struktur gewinnt. Durch das die Schatten sehr hart sind, gehe ich mit den Tiefen etwas nach oben und dann können wir mit dem Weiß wieder so lange nach oben, bis der Stein ganz leicht rot anspitzt. Also hier würde ich jetzt erstmal so auf 25 gehen, 23 sowas, damit wir später auch noch Spielraum haben beim fertigen Panorama. Aber diese grundsätzliche Bearbeitung mit Lichter und Schatten, die regle ich meistens vorher. Außerdem auch den Weißabgleich, denn ich finde, er ist etwas warm geraten. An diesem Tag war es ein bisschen kühler vom Bildton. Wenn ich jetzt mir so einen grauen Stein herhole, dann muss ich sagen, okay, das ist ein bisschen zu kühl. Da gehe ich wieder so ein bisschen zurück in die Mitte, also so 4800, 4700. Sowas in der Richtung habe ich da vor Ort vorgefunden. Und jetzt übertrage ich diese Einstellung, die ich jetzt getroffen habe, auf all diese Bilder, indem ich Einstellungen synchronisieren mache und hier auf Synchronisieren gehe. Und dann werden diese Bearbeitungsschritte in jedes Bild übernommen. Das ist eben wichtig, damit wir jetzt beim Zusammensetzen des Panoramas dann nicht plötzlich irgendwelche Sprünge drin haben. Dann lasse ich diese ganze Serie noch markiert, gehe Rechtsklick aufs erste Bild und dann gehe ich auf Zusammenfügen von Fotos Panorama. Und nun öffnet sich das Panorama-Modul, in dem wir nochmal verschiedene Einstellungen treffen können. Was ist denn eigentlich kugelförmig? Kugelförmig ist sinnvoll zu wählen, wenn ihr ein Bild gemacht habt, das 2, 3, 4 oder 5-zeilig ist. Zweizeilig ist noch so ein Grenzfall, da müssen wir dann mal ausprobieren, ob das geht. Aber als kleiner Merker kann ich euch schon mal sagen, kugelförmig, ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn ihr im Zentrum einer Kugel steht und an die Wände von innen ranschaut. Das heißt, ihr schaut nach oben, ihr habt eine Decke, ihr habt einen Fußboden unter euch. Das heißt, ihr habt ein Panorama aufgenommen, das dementsprechend auch Bilder oben hat und Bilder unten. Haben wir aber in diesem Fall nicht gemacht, denn ich habe ein zylindrisches Panorama aufgenommen, in dem ich einfach nur um mich herum, wie als würde ich in einem Zylinder stehen, Bilder angeordnet habe. Und deswegen ist zylindrisch hier die richtige Methode, die wir wählen müssen. Perspektivisch wäre jetzt wiederum, wenn ihr zum Beispiel aus einem fahrenden Gegenstand heraus, wie ein Auto, aber auch eine Drohne, punktuell Bild für Bild nebeneinander abfotografiert und das dann wie ein Puzzle zusammensetzt, das wäre dann wieder perspektivisch, da wir uns nicht drehen oder etwas Verkrümmtes aufnehmen. Randverkrümmung würde ich jetzt erstmal deaktiviert lassen. Übrigens, zylindrisch hat auch den Vorteil, dass stürzende Linien gerade dargestellt werden. Kugelförmig haben wir dann wieder leicht stürzende Linien. Randverkrümmung würde ich jetzt erstmal so lassen. Kanten füllen, das ist eine normale Füllmethode, die er hier anwendet, indem er praktisch etwas, was am Rand des Bildes liegt, nach außen weiterrechnet. Das kann man gerne mal ausprobieren, wenn man später sieht, dass da Bildfehler sind. Und ich sehe hier schon einige im kleinen Vorschaubild hier rechts, aber auch links diese Treppen, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Also schalte ich das gleich mal wieder ab. Automatisches Freistellen mache ich auch nicht, denn diese weißen Ränder kann ich dann später manuell noch entfernen. Dann behalte ich die ganze Kontrolle. Und dann könnten wir einen Stapel erstellen. Das heißt, alle Bilder, die ich jetzt verwende, werden dann auch automatisch in einem Stapel gespeichert. Brauche ich jetzt aber nicht machen, weil ich habe schon einen Stapel erstellt. Okay, und dann gehen wir hier auf Zusammenfügen und lassen den Computer kurz rechnen. Das Panorama ist jetzt fertig und hat natürlich dann eine beachtliche Auflösung. Das können wir uns unten mal in den Metadaten anzeigen lassen und wir sehen hier rechts unten, wir haben 16.000 mal 6.400 Pixel. Und wenn ich das mal eben schnell in den Taschenrechner eingebe, dann haben wir hier ein Bild mit unglaublichen 103 Megapixel erzeugt. Und das ist doch schon mal ganz gewaltig. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in das Zentrum gehe, natürlich, wenn ich jetzt die A7 R3 gehabt hätte, die hätte natürlich noch viel mehr Auflösung gemacht. Also dann wären wir wahrscheinlich jetzt bei über 200 Megapixel gelandet. Aber ich hatte ja eben 24 Megapixel und von daher, ihr seht schon, wie lange er braucht, das Bild zu laden. Aber von daher haben wir hier natürlich eine ganz beachtliche Auflösung.
Er braucht doch vor allem deshalb so lange, jetzt hat er es ja geladen, weil es eben noch ein DNG ist. Also es ist im Grunde noch ein Adobe RAW und wir haben alle Bearbeitungsmöglichkeiten in dem Bild noch gespeichert. So können wir zum Beispiel diese Schatten wieder aufhellen, die jetzt hier ein bisschen abgesoffen sind. Also meine endgültige Bearbeitung wäre dann die, dass ich erstmal hier, also das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf, denn heute geht es ja um Panorama und nicht um Bildbearbeitung. Also ich würde jetzt hier erstmal die Ränder so wegschneiden, wie ich sie opfern möchte. Wenn ich nicht so viel opfern möchte, müsste ich halt hier so ein bisschen wegbleiben und den weißen Bereich dann wieder manuell durch die Bereichsreparatur füllen. Aber diese Zeit haben wir jetzt einfach nicht. Und deswegen schneiden wir das jetzt mal so grob für euch zusammen, damit ihr seht, wie ich in etwa vorgehe. Also hier würde ich jetzt wahrscheinlich hier verbleiben und würde die Ecken dann noch ausmalen. Aber wie gesagt, aus Zeitgründen lassen wir die jetzt mal hier einfach weg. Und hier oben ist noch ein weißer Punkt. So, dann gehe ich hier auf Enter oder auf Fertig oder was auch immer. Und dann haut er mir hier ein sauberes Panorama hin. Und jetzt können wir natürlich hergehen und hier noch weiter die Tiefen nach oben ziehen. Wir haben jetzt immer noch ein RAW und ihr seht schon diese Felsen hier, wie schön hell der jetzt da noch wird und wie viele Details wir da noch rausholen können. Man sieht sogar hier meine Matte, die ich da hingelegt habe, weil ich ab und zu Schatten natürlich brauche bei dieser sengenden Hitze. Und dann habe ich mir hier auf den Felsvorsprung meine Matte gelegt. Und hier kann man sich sonnen und da drüben kann man mal in Schatten, das ist eigentlich ganz angenehm gewesen. Aber ihr seht schon hier, wir haben noch die ganze Bandbreite der Bearbeitung hier im Bild enthalten und können dementsprechend uns am Histogramm orientieren und dann hier natürlich auch nochmal so ein bisschen Power reingeben, je nachdem wie knallig, das ist natürlich viel zu viel gewesen. Aber ich würde hier mal so auf 18 gehen. Wir könnten den Weißabgleich noch verändern und sind dementsprechend nicht eingeschränkt und haben hier ein Bild, das sehr weitwinklig ist, aber auch eine extrem hohe Auflösung vorweist und wo wir später immer noch kleinere Ausschnitte daraus generieren könnten. Okay, wollen wir uns noch kurz dem zweizeiligen Panorama widmen. Auch hier haben wir im Grunde das Gleiche. Wir haben die Bilder einzeln aufgenommen. Wir überlappen jeweils zu einem Drittel. Das hatte ich ja euch ja gesagt. Wir können von mir aus die Bilder nochmal kurz einzeln abspielen. Das sieht dann so aus, dass ich immer so ein Drittel überlappen lasse und dann hier eben zwei Zeilen mache und mir aber merke, also ihr seht schon, die Linie hier, die habe ich auf der Drittellinie von meinem Sensor gelassen. Also im Sucher sieht man ja dann die Dritteleinteilung. Da habe ich diese Hilfslinien eingeblendet und das hilft mir natürlich auch, hier im Kreis herum, im Kreis herum diese Bilder zu machen, weil ich hier einfach immer diese Hilfslinie im Sucher als Anhaltspunkt habe, auch damit ich die Kamera halbwegs gerade halte zumindest. Und hier seht ihr schon, bei dieser Reihe habe ich die obere Hilfslinie verwendet, damit ich dann einfach einen Anhaltspunkt habe und nicht schief fotografiere. Das gleiche wieder, Zusammenfügung von Fotos, Panorama. Und jetzt rechnet er natürlich länger, weil er einfach mehr Bilder zur Verfügung hat. So, und ihr seht schon jetzt, ich habe ein bisschen vorgespult. Jetzt würde ich mal auf kugelförmig gehen, damit wir mal sehen, was jetzt der Unterschied ist. Und ihr seht schon, in dem Moment staucht er das Bild zusammen. Also ich würde ein zweizeiliges jetzt noch nicht als kugelförmig handhaben. Ich würde es noch auf zylindrisch lassen. Und ihr seht schon, hier haben wir eine böse Kante drin. Also hier schafft Lightroom es eben nicht, automatisch das Bild zusammenzustecken. Das funktioniert gerade bei geraden Linien nicht immer perfekt. Wenn wir jetzt hier einen Berg fotografiert hätten, dann wäre das ein bisschen einfacher. Ich gehe jetzt mal hier auf automatisches Freistellen, damit das ein bisschen schneller geht. Ja, und obwohl ich hier einen sehr guten Rechner am Start habe, hat jetzt Lightroom doch sehr, sehr lange gebraucht, bis das Bild jetzt hier dabei rausgekommen ist. Was mich jetzt so ein bisschen wundert, ich habe doch gerade noch angeklickt, er soll das automatisch freistellen. Hat er auch gemacht, wenn ich ins Entwickeln-Modul gehe. Vielleicht hat er es nur nicht ganz richtig vorgeladen gehabt. Und wir haben jetzt natürlich ein gewaltiges Bild hier. Also ich kann ja nochmal euch ausrechnen, wie viel Megapixel wir jetzt hier haben. Ja, so viel hat es gar nicht ausgemacht. Wir haben jetzt hier 13.380. Wahrscheinlich habe ich nicht ganz so breit fotografiert. Dafür aber zweizeilig mal 8.000 Pixel. Und somit haben wir 108 Megapixel oder 109 Megapixel rund hier aufgenommen. Und ihr seht schon, die Horizontlinie ist völlig verhagelt. Also das ist ein unbrauchbares Panorama. Das funktioniert viel besser, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Berg in den Alpen fotografiert und er hat einen unruhigen Wald oder Felsen, dann würden hier diese Kantenfehler kaum auffallen. Vor allem,
werden die nicht immer gleich schlecht gerechnet. Also ihr seht, das hier mit dieser Meereslinie ist ein völlig unbrauchbares Panorama geworden. Das könnt ihr tatsächlich dann vergessen. Das können wir automatisch nicht rechnen lassen. Ihr seht, das kann ich genauso gut danach wieder löschen, also dieses Bild, zumal es nicht schön geworden ist, weil ja viel zu viel Himmel drauf ist. Weil warum soll ich hier 55 Megapixel nur für Himmel ausgeben? Das ist natürlich Schwachsinn. Aber ich wollte euch nur das Prinzip mal zeigen. Ihr könnt ja mal selber herumexperimentieren mit zweizeiligen oder dreizeiligen Panoramen, um zu schauen, ob diese dann vielleicht besser gelingen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ihr Struktur habt, wenn ihr einen Wald dabei habt, wenn ihr Berge oder Felsen drauf habt, dann funktioniert das schon mit dem zwei- oder dreizeiligen Panorama. Nur wenn ihr eben eine sehr exakte, klare Linie habt, wie zum Beispiel auch Architektur, hat ja oft klare Kanten und Linien, da könnte es schon zu Problemen kommen mit diesem automatischen Tool in Lightroom. Da gibt es dann mit Sicherheit noch bessere Programme, oder man muss dann eben einen speziellen Panoramakopf verwenden auf einem Stativ, der einen die Achse um den Nodalpunkt dreht, und dann kommt es eben dazu, dass diese Verschiebung der Bilder eben eliminiert wird. Aber im 21. Jahrhundert oder beziehungsweise ich, wo ich jetzt nicht spezialisiert bin auf Landschaftspanoramafotografie, würde ich mir jetzt so einen Aufsatz fürs Stativ, der über 100 Euro kostet, auch nicht kaufen, denn meistens mache ich ein Hochkantpanorama, ein einzeiliges, und ihr seht ja, was das für schöne Ergebnisse gibt. Wir haben hier immerhin ein Bild mit über 100 Megapixeln, das relativ gut gerechnet hat, auch wenn es nicht perfekt ist am Horizont, aber wenn jetzt hier eben Struktur wäre, wäre es dann auch noch besser geworden. Ich bedanke mich, dass ihr bis jetzt dabei wart, und das ist ja nicht selbstverständlich, und würde mich freuen, wenn ihr auch bei einem weiteren Video mal wieder reinschaut von mir. Euch noch eine schöne Zeit, bis bald mal wieder und tschüss.